Herzlich willkommen hier wieder bei FIFA zurück. Wie versprochen, gibt es diesen Sonntag einfach mal nur eine Einführung in Pro Clubs. Das erste Spiel wird nächste Woche gezeigt, auch wenn wir schon diese Woche gespielt haben an diesem Wochenende. Für alle, die das jetzt sehen. Und dann gucken wir mal. Andreas, heiße ich nicht. Nein, kann ich meinen gar nicht importieren aus dem alten Spiel? Nein, kann ich leider nicht. Schade. Natürlich auch wieder kein Gameface dabei. Und irgendwie kann man nichts übernehmen. Das ist echt schade. Gut, dann machen wir mal. Zava Zocker. Zava. Vorname, Nachname Zocker. Alias. Zava. So. Gucken wir mal. Trikotnummer, gebe ich mir aber wieder die 3 wie im letzten Spiel. Nationalität Deutschland, geboren sie 96. 27. Januar. Haare, Frisur und Länge hatte ich letztes Mal eigentlich kurz. Passt noch zur aktuellen Frisur? Eigentlich. Kurz, nee, aber nicht so. Kurze Locken. Hä, die haben jetzt so viel Frisuren hier gerade. Da finde ich die gar nicht so schnell, die ich hatte. Interessant. Gepflegt, gestutzt. Ja, gestutzt würde schon eher passen. Stachelig. Ach ja, das passt. Glatt mit hoher Stirn. Eigentlich ist. Hä? Hä, wo ist denn das hohe Stirn? Würde ich jetzt nicht so nennen, wenn ich das so sehe, aber okay. Mal sehen. Den Undercut. Cäsar. Mann, gibt es hier viele Haare. Ist ja schon wie beim Friseur, wenn du als Frau zum Friseur gehen würdest hier. Kurz 3. Viel zu viele Frisuren. Kurz und gerade. Kann man das so nehmen? Ja, würde ich sagen, kann man so nehmen. Passt so zu meiner Frisur. Haarfarbe, lass mal sehen. Braunton. Nee, nee, das soll noch blond sein. Passt schon eher hellbrauner Ton. Barttyp. Nein. Ja. Ich passe das natürlich auch immer an, so wie der Barttyp gerade bei mir ist. Je nachdem passe ich das auch immer so im Spiel an. Aus Langeweile. Bartfarbe haut so hin. Ja. So sieht es jetzt aus. Oder gibt es da vielleicht noch beim Barttyp jetzt was anderes? Klar, glatt rasiert. Nein. Oh. Ja, das passt jetzt sogar. Zurzeit. Oder lass mal sehen. Der Barttyp. Schifferskrause. Schifferkrause, ja, warum nicht? So, Bartfarbe haut hin. Dann gucken wir doch mal. Position mache ich mich mal zum Mittelfeldspieler. Zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Ballkontrolle hat der hier 81. Da würde ich sagen, dass er es einigermaßen übernommen hat. Also, na gut, liegt vielleicht auch an der Position. Mal sehen. So, Größe machen wir mal 1,73. 80 Kilo, normal, schlank, normal, schlank, normal. Stämmig gibt's nicht mehr, oder was? Was ist denn das? So, starker Fuß rechts ist klar, aber irgendwie kann man hier gerade gar nicht mehr Outfit auswählen. Das kommt, glaube ich, später noch. Also, wenn ich nochmal was ändere, zeige ich euch das, weil wir hier gerade den Pro nur einzeln erstellen können und sonst kommt man noch mit dem Trikot und alles bearbeiten. Aber es kann sein, dass es erst später wiederkommt.
Okay, willkommen zu ProClubs. Erstelle und personalisiere deinen Pro, verbessere deine Attribute und schalte Skillpunkte für Eigenschaften frei. Schließe dich einem Verein an, um online auf deiner Lieblingsposition zu spielen. 11 gegen 11 und Aerobe Liga 1. Virtual Pro erstellen, V Pro verbessern, Verein beitreten, Pokale gewinnen. Die Frage ist, irgendwas hatte ich gelesen von einem Pro Club Championship. Gibt es den jetzt? Spontanspiel sehe ich. Verein. Kann ich jetzt hier erstellen? Pro Bestenlisten wieder. Transfers. Vereine stellen. Einem Verein beitreten. Und ein Spontanspiel bestreiten. Okay, Spielerentwicklung. Ich habe bereits zu Beginn 15 Skillpunkte, wie ich sehe. Eine 79er Bewertung wieder zum Anfang. Habe ich echt 15 Skillpunkte? Ja, krass. Wie es aussieht, habe ich jetzt hier direkt zum Anfang 15 Skillpunkte bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die bekommen habe, dadurch, dass ich im Pro Club so weit oben war mit dem Verein. Letzte Saison halt Liga 1, wie gesagt, im Trailer erwähnt. Und ja, wie ihr seht, das bin ich jetzt. Das ist mein Pro. Ich meine, andere sahen mir vielleicht ein bisschen ähnlicher. Jetzt vom Gesicht her kann man die Gesichtszüge gar nicht bearbeiten. Ich glaube nicht, oder? Doch. Hä, doch, jetzt geht hier wieder mehr. Ich habe den erst erstellt. Jetzt kann man alles mit der Kleidung auswählen. Okay. Aber Gesichtszüge kann man jetzt hier nicht verändern, oder? Doch. Könnte ich jetzt noch. Haare geht klar. Augen. Augenform. Ah, ja, okay. Ja, aber so ein Standardgesicht geht halt. Also, das würde ich schon sagen. Ja, ist in Ordnung so. Ah, echt, da geht es eigentlich nur mit Gameface. Aber Gameface wurde ja leider von EA rausgenommen. Ich hoffe, es kommt eigentlich. Ich hoffe, es kommt mal wieder, weil das einfach besser ist, individueller und dann sieht man den Pro ähnlich. Okay. Dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ihr werdet ja sehen, wenn ich dem Pro Club beitrete, dann wird das Let's Play damit beginnen, dass ich dem Pro Club beitrete und dann geht es halt auch direkt ins Spiel. Mit Anzeigen etc. Und das heißt, wir sehen uns nächste Woche Sonntag mit einem Let's Play zum ersten Spiel in der Pro Club Saison. Also schaltet ein, wir sehen uns dann.